Radio TV IBS Liberty. Mein Name ist Andreas Klamm-Sabaut. Baden-Württemberg hat gewählt und es ist ein Ereignis eingetreten, das die Menschen in dieser Form nicht erwartet haben. Die 60-jährige Landesregierung wurde abgewählt. 60 Jahre CDU, FDP regierten in Baden-Württemberg und künftig im Mai wird möglicherweise, sofern die grün-rote neue Landesregierung in Baden-Württemberg zustande kommt, eine grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg regieren. Am Telefon zugeschaltet begrüße ich ganz herzlich Bruno Schillinger aus March im Breisgau bei Freiburg. Was sagen Sie zu den Entwicklungen? Hatten Sie damit gerechnet, dass so etwas möglich ist, dass eine grün-rote Landesregierung die CDU-FDP-Regierung ablöst nach 60 Jahren? Eigentlich nicht. Es war sehr überraschend, dass es kam, weil es war immer abgerechnet der Wahltag um 18 Uhr. Und daher waren das die Ergebnisse sehr überraschend. Und vor allem auch, dass die Grünen vor der SPD liegen. Sie sind sozial engagierter Mensch. Sie sind auch ein Mensch, der als Sozialaktivist bezeichnet werden kann. Es gibt zahlreiche Probleme für Menschen, die chronisch krank benachteiligt sind in Baden-Württemberg, für behinderte Menschen. Es gibt kaum eine Chance auf den Zugang in den ersten Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg. Mit der neuen grün-roten Landesregierung, die voraussichtlich im Mai 2011 ihre Arbeit aufnehmen wird, rechnen Sie damit, dass sich etwas für die Situation für benachteiligte Menschen und für behinderte Menschen in Baden-Württemberg zum Guten hin wenden wird? Die Frage möchte ich aufsplitten. Aus der Erfahrung im Bereich Organisation her wird bei jedem Machtwechsel eigentlich zuerst mal nichts geändert. Und aus eigener Erfahrung bei der Einführung der UN-Behindertenrechtskonvention hat herausgestellt, dass sozusagen die auf kein großes Interesse gestoßen ist, obwohl die propagiert worden ist von den Grünen selbst. Weshalb ist die UN-Menschenrechtskonvention nicht so sehr im öffentlichen Bewusstsein in Baden-Württemberg, der Medien und der Menschen? Woran kann es liegen? Die UN-Behindertenrechtskonvention scheint völlig unbekannt zu sein. Wir haben selbst die Landtagsabgeordnete angesprochen und auf die Missstände hingewiesen. Und obwohl sie diese Konvention selbst vorgestellt hat in der Presse, bekam ich selbst die Antwort, wir fühlen uns nicht zuständig dafür, dass Behörden diese UN-Behindertenrechtskonvention genauso brechen wie Menschenrechte und Grundgesetz. Welche Hoffnungen haben Sie an die neue, künftige grün-rote Landesregierung, sofern diese politische Ehe aus Bündnis 90 Die Grünen und SPD im Mai zustande kommen wird? Ich erwarte ein großes Ausmisten. Also der Augiasstahl war garantiert eine Mini-Aufgabe und 60 Jahre CDU-FDP-Filz hinterlassen ihre Spuren. Ich hoffe, die Grünen stehen zu ihren Versprechen und ziehen es auch durch. Die Menschen gehen einfach vor im Lande. Sie sind ein Bürger des Landes Baden-Württemberg. Viel in der Diskussion steht zurzeit der Volksentscheid zu Stuttgart 21. Was ist Ihr Wunsch? Pro Volksentscheid oder soll es die Regierung, die neue künftige grün-rote Regierung, ohne Beteiligung der Menschen in Baden-Württemberg regeln? Bei Volksentscheid bin ich natürlich gespalten, weil das ist eine einfache Lösung. Anzumerken ist, dass die SPD selbst letztes Jahr die Vorgaben für den Volksentscheid ändern wollte und jetzt aufgrund der alten Zahlen oder alten Vorgaben den Volksentscheid möchte, mit einem Quorum, das kaum zu erreichen ist, und da die SPD Baden-Württemberg ja für den Bahnhofsneubau ist, ist natürlich etwas mehr wie zweideutig, was da geschieht. Und Volksentscheid ist eines. Ich sehe die Lösung dabei, dass der Stresstest bei der Bahn fehlschlägt und die Kosten endlich ans Tageslicht kommen, und zwar die realen Kosten. Weil bei jeder Bauplanung des
Knapp 4 Wochen nach der Atomreaktorkatastrophe in Japan in Fukushima bewegt die Sorge um Atomkraft und der Wunsch nach Atomausstieg auch die Menschen in Deutschland und in Baden-Württemberg. Wie stehen Sie zum Thema Atomausstieg? Sollen die Atomkraftwerke, die Kernkraftwerke im Südwesten in Deutschland abgeschaltet werden oder auch in Deutschland? Da bin ich ebenso wieder zwiegespalten, weil was bringt es, wenn wir unsere Kernkraftwerke abschalten, aber anderswo auf der Welt Kernkraftwerke gebaut werden, die nicht mal den Sicherheitsstandards entsprechen oder in den falschen Gebieten stehen und wir daher den Strom beziehen. Wir können uns ja gerne den Aufkleber auf die Stirn kleben. Deutschland ist atomfrei, aber wo der Strom herkommt, muss er auch geklärt sein. Und Atomkraftwerke in Baden-Württemberg, da ist man als Baden-Württemberger auch wieder dran beteiligt, weil der Herr Mappus hat es selbst die Anteile der ENBB auf Kredit gekauft. Und damit müsste man eigentlich für die Wirtschaft von Baden-Württemberg dafür sein für die Atomkraftwerke, weil das Abschalten kostet den Bürger wieder sehr viel Geld, die Kommunen ebenso, und Geld, das in sozialen Projekten einfach wieder fehlen wird. Den Wahlsieg einer rot-grünen Koalition, die möglicherweise künftig ab Mai 2011 in Baden-Württemberg regieren wird, wird das von den Menschen in Baden-Württemberg als kleine Revolution gesehen oder wie betrachten Sie jetzt diesen politischen Neuanfang? Also im Bekanntenkreis gab es sehr viele überraschte Gesichter. Revolution weniger, das sind wir eigentlich alle zu pragmatisch. Und nehmen wir auch an die ganzen Baden-Württemberger dazu. Erstmal antreten, arbeiten, zeigen, was sie können. Mit Wahlversprechen ist die Arbeit noch nicht getan. Und ob die Revolution stattfindet, ist die nächste Frage, weil Baden-Württemberg und der ganze öffentliche Dienst ist mit CDU durchsetzt oder, ich würde sogar sagen, durchseucht. Und da werden noch viele, viele Beamte in Frühpension geschickt werden müssen, bis endlich ein normales Arbeiten möglich ist. Was sind Ihre Hoffnungen im sozialen Bereich für Menschen in Baden-Württemberg, denen es nicht so gut geht, die einfach nicht reich sind, sondern eher darum kämpfen, täglich das Leben zu bewältigen und auf Arbeitsplatzsuche sind oder chronisch krank und behindert sind? Ich hoffe, dass denen der lange Atem erhalten bleibt, dass sie zumindest ihre eigenen Ziele verwirklichen können und dass sie von den Politikern wahrgenommen werden. Dazu habe ich leider heute ein Wort gehört, von einem persönlichen Schätze. Das ist Bürgerverdrossenheit im Zusammenhang mit Politikern. Und das scheint zuzutreffen, wenn man die Politiker und ihre Arbeit oder ihre Tätigkeit heute mal genau betrachtet. Es scheint irgendwie alles gegen Bürger zu sein, das parteiübergreifend. Hoffen wir, dass die Politiker die Menschen und die Stimmen der Menschen und des Volkes hören, die soziale und demokratische Basis, das soziale demokratische Land Baden-Württemberg und der soziale und demokratische Bundesstaat Deutschland sind hier auf der Grundlage des Willens der Menschen und der Bürger begründet. Vielen Dank für diese Einschätzung nach Freiburg, das heißt nach March im Breisgau, an Bruno Schillinger. Vielen Dank für diese Einschätzung. Am Mikrofon war Andreas Klamm-Sabaoth bei Radio TV IBS Liberty. Neuanfang in Baden-Württemberg. Demnächst wird die grün-rote Landesregierung im Mai 2011 mit ihrer Arbeit beginnen.